Moin Uli, schön, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst. Du bist Geschäftsführer von Mindmodel. Viel mehr findet man nicht mehr zu dir im Internet. Was kannst du uns noch erzählen über dich? Ja, erstmal Leonard, vielen Dank für die Einladung. Also ich finde das ganz toll, was du auf die Beine gestellt hast und was du machst. Und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Mindmodel. Also vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin gelernter Bauingenieur, komme eigentlich aus Köln. Und meine Lebensbiografie hat mich halt irgendwann mal in den Norden verschlagen. Und ich habe diesen Beruf als klassischer Bauingenieur, den habe ich 2,5, 3 Jahre ausgeübt und bin dann in den Vertrieb gewechselt für ein Unternehmen, die Softwareprodukte vermarkten, verkaufen. Und zwar ein Softwareprodukt, was aber in die Baubranche liefert. Das ist ein CAD-System und die Bauplaner arbeiten halt mit CAD-Systemen, um ihre Baupläne zu erstellen. Genau, und aus dieser Historie heraus habe ich halt immer Kontakt gehabt, auf der einen Seite zur Software und auf der anderen Seite zu Ingenieurbüros, Architekturbüros, Bauplanungsbüros. Und mein Antrieb, praktisch Mindmodel zu gründen und zu dieser Arbeit dort fortzuführen, ist die Digitalisierung in der Baubranche praktisch in die Büros zu tragen. Also die Verbindung zwischen Praxis und Software aufzubauen, die Planungsprozesse zu optimieren. Das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. Bleiben wir noch kurz bei deiner Biografie. Du, das hat dich in den Norden verschlagen, weil dir der Job als Bauingenieur keinen Spaß gemacht hat, oder? Nee, ich war sehr lange in Köln und ich hatte das Gefühl, du musst mal was anderes machen und wollte dann nach Berlin ziehen und habe dort Stellenanzeigen gelesen und da hat halt dieses Unternehmen jemanden für den Vertrieb gesucht, eigentlich für Berlin und dann gab es aber sofort schon, also praktisch zur Unterschrift vom Vertrag, die Anfrage aus Hamburg und so bin ich dann erstmal nach Hamburg gekommen und über Hamburg, über Oldenburg nach Bremen. Und Berlin hast du nie In Berlin erreicht. War ich in dem Auftrag nie, nee. Wenn man dich dann googelt, hatte ich am Anfang gesagt, findet man relativ wenig zu dir. Ist das bewusst so? Nein, also es ist nicht bewusst. Es gab für mich nicht den Bedarf. Also meine Dienstleistungen richten sich an eine Kundengruppe, die sehr selektiv ist. Also das sind ganz spezielle Architektur- oder Bauplanungsbüros, die ein ganz bestimmtes Produkt einsetzen. Und ich mache hier im Gebiet Niedersachsen schon seit ungefähr 20 Jahren Vertrieb für diese Kundengruppe und ich kenne diese Kunden alle. Also das heißt, ich kann praktisch meine Kunden kann ich direkt ansprechen und beziehungsweise die sprechen mich auch aktiv an und gehen gar nicht den Weg übers Internet, um zu suchen, wer könnte mir an der Stelle helfen. Das heißt, alle SEO-Coaches und andere Anbieter, die kurz Hoffnung hatten, brauchen sich nicht bei dir melden und dir ihre Produkte anbieten jetzt. Die prallen so an mir ab. Nee, also natürlich die Zukunft, also ich habe jetzt die Möglichkeit, auch deutschlandweit Vertrieb zu machen und nicht jeder Bauplaner, der dieses Produkt einsetzt, kennt mich in Deutschland und deswegen macht das jetzt zukünftig schon mehr und mehr Sinn, auch diesen Kanal aufzumachen, ja. Jetzt haben wir über dein Unternehmen Mindmodel schon ein paar Mal ganz kurz gesprochen. Vielleicht kannst du uns ganz einfach einmal erklären, was genau ihr macht. Also der Ursprung war das Thema 3D-Druck. Also ich wollte den Bauplanern die Möglichkeit geben, ihre Planung in 3D als kleines Modell praktisch anbieten zu können. Und daher auch der Name Mindmodel, also aus den Gedanken praktisch ein Modell bauen, das war der ursprüngliche Gedanke. Aber das hängt ganz stark mit Digitalisierung zusammen. Das heißt, es muss natürlich erstmal ein Gebäudemodell digital geben, damit ich das dann auch drucken kann. Und das hat mir aufgezeigt, dass viele Büros eigentlich noch gar nicht in der Lage sind, einen digitalen Zwilling von diesem Projekt erstellen zu können. Und das ist unser Ansinnen. Also wir bringen Bürostandards und standardisierte Arbeitsweisen in die Büros und begleiten die Bauplaner darin,
praktisch diese Modelle in der Form herstellen zu können. Das heißt, das macht ihr, wenn ein Gebäude ganz neu gebaut wird, wenn ein Büro neu eingerichtet wird oder in welchem Bereich oder beides? Bei der schon von der ersten Entwicklung an, also wenn die ersten Ideen praktisch im Entwurf entwickelt werden, fängt eigentlich dieser Prozess an, dieser Planungsprozess. Aber was noch viel interessanter ist, ist eigentlich die Bewirtschaftung. Also wenn ich zu einem frühen Zeitpunkt weiß, wie nachher, welche Kosten praktisch aufschlagen während der Bewirtschaftung, dann ist das ein unglaublicher Mehrwert, den der Bauherr gewinnen kann, wenn zu einem frühen Zeitpunkt mit so einem digitalen Zwilling geplant wird. Und das ist, es entwickelt sich gerade extrem schnell, aber sehr verzögert. Wenn man jetzt die Baubranche vergleicht mit Maschinenbau oder Flugzeugbau, hinkt die Baubranche sehr stark zurück. Das heißt aber, es muss schon ein neu gebautes, also ein noch nicht gebautes Gebäude sein? Oder kann es auch ein 100 Jahre altes, schönes Haus sein, was total renoviert wird? Beides genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen sehr großen Auftrag von einer sehr großen Wohnungsbaugesellschaft hier in Bremen, also der größten Wohnungsbaugesellschaft, der Gewoba. Und die digitalisieren den gesamten Bestand, um halt einen Überblick zu bekommen für zum Beispiel irgendwelche Sanierungsmaßnahmen. Wie viele Fassadenflächen haben wir denn in diesem Gebiet, die dann praktisch beauftragt werden müssten, um dann auch Budgetplanung zu machen. Und wir unterstützen dann zum Beispiel dieses Unternehmen darin, die Digitalisierung der Bestandsimmobilien so durchzuführen, dass man nachher den möglichst großen Mehrwert generiert. Das heißt aber, man muss schon das ganze Paket buchen oder macht ihr auch so diese ganz kleinen Einzelschritte, wenn nur die gefragt sind? Genau, wir helfen da, wo es erforderlich ist. Auf eurer Website findet man viel zum BIM, B-I-M. Du korrigierst mich und sagst mir gleich, wie man es richtig ausspricht. Vielleicht kannst du dazu einmal kurz noch was sagen. Genau, also BIM, also B-I-M bedeutet, also wird ausgesprochen im Fachjargon BIM als ein Wort und dahinter steckt Building Information Modeling. Also wir modellieren ein Gebäudemodell, wo alle Informationen zu diesem Objekt praktisch enthalten sind. So, das war also die Firma, für die ich ursprünglich Softwarevertrieb gemacht habe und auch bis heute noch mache, ist die Firma Allplan. Und darüber gibt es einen Inhaber, oder das ist inzwischen ein Aktienunternehmen, das ist der Professor Nemeczek. Und der hatte schon vor 30 Jahren die Vision gehabt, dass die Bauplaner keine Pläne mehr zeichnen, sondern ein Gebäudemodell konstruieren und daraus alles ableiten, was man braucht, um es dann bauen zu können. Und diese Vision, also dieses Ableiten und nicht das einzeln Zeichnen und händische immer wieder eingeben und so weiter, sondern das einmalige Konstruieren eines intelligenten Gebäudemodells, das ist BIM. Das heißt, ihr seid nicht die Einzigen, die sowas anbieten. Es gibt auf jeden Fall Konkurrenz auf dem Markt oder ist das schon so eine Randbranche oder seid ihr schon die Experten in eurem Gebiet da? Also es gibt inzwischen unglaublich viele BIM-Berater, die in einem Gesamtprozess beraten können oder auch einen Prozess begleiten können. Aber wir haben schon eine einzigartige Spezialisierung, weil wir praktisch für das Softwareprodukt Allplan, also dieses CAD-Produkt, speziell Lösungen entwickeln, also Vorlagen entwickeln und wir beraten eigentlich auch im Schwerpunkt nur auf dieses Produkt. Also wir haben einen Marktanteil in Deutschland von ungefähr 10-20%, also alle Architekten und Bauplaner arbeiten mit diesem Produkt und für die bieten wir die Lösungen an, praktisch die Arbeitsweisen zu optimieren. Ihr habt den Marktanteil von 10-20% oder? Leider noch nicht. Okay. Das CAD-Programm, auf das wir aufsetzen, hat 10-20%. Das heißt, jeder fünfte nutzt es bisher nur und das soll wachsen oder es wird wachsen, weil viele davon noch nicht wissen oder ist das, wie lange gibt es BIM denn schon? Also es gibt auch andere Softwareprodukte, die Ähnliches machen.
also als CAD-System. Aber wir beschränken uns auf diese 15% und das ist auch okay. Ja, also das sind genug. In Deutschland sind das auch, was weiß ich, 20.000 Planer, die mit diesem Softwareprodukt arbeiten. Und derzeit haben wir 70 Kunden, die wir ganz eng, also wie ein Unternehmensberater, begleiten in der Durchführung dieser BIM-optimierten Arbeitsweisen. In welcher Größenordnung sprechen wir denn, wenn ihr so Kunden habt da? Also das durchschnittliche Architekturbüro, was glaubst du, wie groß ist das? Da kann ich nur raten, ich sag mal 15 bis 20 Leute. Ja, das ist zu groß. Also okay. Unser durchschnittlicher Kunde hat 2,6 CAD-Arbeitsplätze und dann kann man sagen, dann ist das eine Bürogröße von 5 Mitarbeitern ungefähr. Das ist der durchschnittliche Kunde. Aber die Kunden, die wir jetzt schwerpunktmäßig betreuen, sind eher die größeren, weil die sich mehr für diese Optimierung der Prozesse interessieren. Und da haben wir im Durchschnitt das dann ungefähr 15 bis 20 Mitarbeiter, so wie du das eben eingeschätzt hast. Ja. Ihr modelliert ja einiges selbst wahrscheinlich auch, wendet ihr die Software, also ihr wendet die selbst an. Muss der Auftrag schon gegeben sein, bevor ihr was modelliert, oder passiert es auch, dass ihr denen das dann zeigt, präsentiert, ihr habt Arbeit reingesteckt, modelliert was und dann springen die Leute doch ab? Nee, zum Glück müssen wir nicht mehr beweisen, dass wir das, was wir tun können. Und also wir arbeiten in dem Fall nur auf Auftrag, aber das machen wir auch eigentlich sehr selten. Also unser Anliegen ist nicht selber der Dienstleister zu sein, der praktisch das Konstruieren, Modellieren macht, sondern wir wollen anleiten, dass die Unternehmen das selber gut können. Und da steckt Potenzial genug drin und auch Arbeit genug drin. Also wir haben eigentlich gar nicht mehr die Zeit, solche Aufträge anzunehmen. Und wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Dann bekommt ihr Provision? Ist das ein Festpreis nach Stundensatz oder Tagessatz? Oder wie verdient ihr Geld dann? Also das ist total interessant. Also wir sind ursprünglich von einem Unternehmen gefragt worden, wir sollten sie in die BIM-orientierte Arbeitsweise überführen. Also das ist ein Architekturbüro, die schwerpunktmäßig im Krankenhausbau tätig sind. Und dort ist es so, dass in den Vergabeverfahren, also wenn ein Bauherr einem Architekten den Auftrag gibt, ein Krankenhaus zu bauen, dann muss der Architekt praktisch beweisen oder bestätigen, dass sie BIM-orientiert arbeiten können. Und das war das Büro zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und also das heißt, es war für die extrem wichtig, befähigt zu werden, diesen Schritt zu gehen. Und wir haben dann eine Analyse gemacht, wie hoch ist der Aufwand, das umzusetzen in diesem Büro, und sind dann auf eine sehr hohe Summe gekommen, die das Büro nicht bereit war zu zahlen. Und dann haben wir gesagt, oder das war meine Entscheidung oder mein Vorschlag war dann zu sagen, okay, ich kenne auch noch andere Büros, die in der gleichen Situation sind, lass uns das zu einem gemeinsamen Projekt machen. Und so haben wir 10 Geschäftsführer, die zum Teil im Wettbewerb stehen, an einen Tisch gebracht und die haben uns dann gemeinsam beauftragt, Vorlagestrukturen zu erstellen für die Büros, die sie in die Lage versetzen, dieses Thema durchzusetzen. Und aus diesem Entwicklungsprojekt, was ursprünglich ein Co-Creation-Prozess-Projekt war, haben wir jetzt ein Produkt entwickelt, das heißt BIM Easy Pro, und das verkaufen wir praktisch mit Lizenzen. Also das heißt, die Kunden, ich nenne sie eigentlich gar nicht Kunden, sondern Partner, die Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen, bekommen diese Vorlagen als Grundlage für ihr Unternehmensstandard und wir passen es dann individuell an das Unternehmen an, sodass die sich eins zu eins darin wiederfinden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Voraussetzungen erfüllen, die sie bringen müssen, wenn sie BIM machen wollen. Also eine sehr standardisierte Arbeitsweise, die halt einen digitalisierten Prozess zulässt. Also geht es nach Tagessatz dann plus dieses Produkt? Okay, oder? Ich bin fast ausgewichen. Also wir haben Lizenzgebühren auf der einen Seite, wir haben Wartungsgebühren, also die regelmäßig kommen. Und wenn
Wir Einführungsschulungen machen, dann sind das Tagessätze. Und wenn wir individuell Anpassungen vornehmen, die auf Sonderwunsch sind, dann rechnen wir auch nach Stunde ab. Okay. Ja, haben wir eben kurz gesprochen. Es gibt auch andere Unternehmen, die das machen. Warum könnt ihr das besser als die Konkurrenz? Also es gibt BIM-Berater, die beraten nicht so, die beraten eher im Groben, sag ich mal. Und wir gehen voll ins Detail. Also wir schauen wirklich ganz intensiv, wie arbeitet ihr im Moment? Wie sehen im Moment eure Pläne aus? Was müssen wir tun, damit ihr eure Arbeitsweisen verbessert im Produkt, und nehmen wirklich den Kunden wirklich an die Hand. Also das ist nicht nur irgendwie ein Workshop über 2 Tage und dann sind wir weg, sondern wir begleiten sie in diesem Prozess und sind ständig als Ansprechpartner da. Und das ist eine Dienstleistung in der Form, die also meines Wissens kein anderer in Deutschland anbietet. Ihr seid aber vor allem im norddeutschen Raum aktiv, oder? Noch, ja. Und habt dann einzelne Projekte auch deutschlandweit oder gar nicht im Moment? Doch, ich habe auch Partner in Süddeutschland, immer mehr. Also wir sind inzwischen mit einem Teil unseres Produktes sind wir in der Standardauslieferung des großen CAD-Systems, was weltweit verkauft wird. Und darüber bekommen wir schon auch Aufmerksamkeit. Ja. Und dann wird nach unserem Produkt gegoogelt. Und wenn du unser Produkt googeln würdest, dann würdest du das wahrscheinlich auch finden über Google. Genau. Und ja, und dann gibt es auch Anfragen deutschlandweit. Aber wir sind auch in Gesprächen und es entwickeln sich neue Chancen, dass andere Vertriebspartner in Deutschland unser Produkt mit anbieten wollen. Also da steckt ganz viel Potenzial in der Zukunft. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik dann, wenn wir zurückgehen. Du hast 2014 alleine gegründet. Hattest du damals schon Projektzusagen oder sowas? Oder war es einfach eine Gründung? Und nee, das war wirklich eine Gründung mit Bauchschmerzen. Also ich wusste, dass ich mich auf jeden Fall selbstständig machen wollte. Dass ich in das Angestellte, also ich sage immer, ich bin, glaube ich, ein schlechter Angestellter. Ich kann mich schlecht unterordnen und habe immer so meine eigenen Ideen und will die umsetzen. Das war so der Antrieb. Aber das Geschäftsmodell 3D-Druck für Architekten, Bauplaner, das gab es halt in der Form auch noch nicht. Und das war schon auch sehr heikel, weil es am Anfang auch mit hohen Kosten versehen war und einem hohen Aufwand, hohes Engagement, ohne zu wissen, ob das am Markt überhaupt funktioniert. Und es hat nicht funktioniert. Das heißt, du hast wahrscheinlich gespart länger auch, um dann das Startkapital haben zu können, oder war es wirklich eine relativ spontane Entscheidung? Ja, also ich war mal Geschäftsführer in einem größeren Unternehmen und da gab es dann einen Bruch. Also vertraglich gab es ein Auseinandergehen und ich habe praktisch neu angefangen. Aber ich bin in Festanstellungen gegangen und habe aber gesagt, ich arbeite nur 80% oder 70% und fange parallel meine Selbstständigkeit an. Und das hat sich sukzessive verlagert. Also ich habe mich finanziell darüber absichern können. Das heißt, das ist die Sicherheit, aber immer perspektivisch im Hinterkopf, ja, dass du das zurückfährst, bis das Geschäft läuft. Genau. Ihr bezeichnet euch auf eurer Website zumindest hier immer noch als Startup, obwohl du Mitarbeiter mittlerweile ja schon ein Team aufgebaut hast und 8 Jahre am Markt bist. Wann seid ihr kein Startup mehr? Ja, ich weiß nicht, genau gibt es da eine Festlegung. Also gefühlt arbeite ich in der Konstellation auch erst, also Mindmodel gibt es zwar schon länger, aber in der Konstellation erst seit 2017, ja, also das wäre fünftes Jahr. Fünftes Jahr gilt, glaube ich, noch. Aber ja, du hast recht, ja. Die Formulierung ist dieser Website, dieses Startup, die würde ich jetzt auch so nicht mehr wählen. Wann ist denn das erste Teammitglied dazugekommen bei euch? Wie lange hast du da schon alleine gegründet gehabt und alleine gearbeitet? Ich habe angefangen, 2016 habe ich den ersten Mitarbeiter gehabt. Dann habe ich das Entwicklungsprojekt bekommen, diesen Co-Creation-Projekt BIM Easy. Und dazu habe ich 2 Studenten eingestellt. Und eine freie Mitarbeiterin.
Und jetzt habe ich inzwischen habe ich 4 Festangestellte und 3 freie Mitarbeiter. Das heißt, du hattest erzählt gerade, du warst schon mal Geschäftsführer. Hattest du da richtig eigene Mitarbeiter? Ja. Ja. Aber war das schon nochmal für dich auch irgendwie so eine Hürde, dann zu sagen, ich stelle jemanden fest ein, der dann ja auch in gewisser Weise abhängig davon ist, dass das Geschäft läuft? Ja, das ist klar, ist das eine Hürde, aber also ich will auch gar nicht, ich bin vom Antrieb her, ich habe nicht den Antrieb, ein großes Team zu haben, eine große Personalverantwortung zu haben. Aber die Dinge, die wir machen, die müssen auf mehreren Schultern verteilt werden. Und das ist mir auch wichtig. Also ich kann auch nicht die Verantwortung für alles übernehmen. Wir arbeiten, obwohl ich der Chef bin, arbeiten wir so, als wenn wir alle Kollegen sind. Also es gibt nicht diese Hierarchien. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die entscheide ich am Ende, aber eigentlich erwarte ich von meinen Mitarbeitern, dass sie sehr eigenverantwortlich sind, dass sie genau wissen, dass wir wirtschaftlich überleben müssen. Und das funktioniert total super. Und ich mache mir, was das angeht, überhaupt keine Sorgen. Aber jede neue Einstellung, da guckt man natürlich schon nochmal die Zahlen, die BWA guckt man sich an, kann ich mir das denn leisten? Ich will ja auch niemanden da in so ein offenes Messer laufen lassen und nachher meine Löhne nicht zahlen können, das ist klar. Wie oft musstest du dich denn von Leuten schon trennen? Eigentlich, also bisher noch nicht. Also wir haben das aber auch bisher so gehabt, dass wir, also ursprünglich war es ja schon so, dass die Mitarbeiter erst bei mir als studentische Hilfskraft oder so gearbeitet haben. Und dann verläuft sich das dann oft, wenn es nicht passt, ja, ohne dass man jemanden entlassen muss. Das Ja. heißt, beide Seiten wissen irgendwie, das ist jetzt nichts Genau. Langfristiges mehr. Genau. Aber und die, wo ich merke, das passt total gut, also inhaltlich und so, die halte ich natürlich dann auch fest und signalisiere, du hast hier eine total gute Zukunft. Wir bereiten hier gerade ein Feld vor, was noch nicht beackert wurde. Und so, und das funktioniert bisher super. Allerdings aktuell suchen wir auch Ja. jemanden. Also wir sind auf der Suche nach Unterstützung, gerade so aus dem Hochschulbereich, Architektur, Bauingenieurwesen. Aber es ist unglaublich schwer, jemanden zu finden, der, ja, ich weiß gar nicht, woran das genau liegt, was einen davon abhält. Also ich habe so ein paar Aushänge, aber bisher noch keine Rückläufer. Ich merke, du hast gute Erfahrungen bisher mit Werkstudenten Ja, gemacht. super. Wie kommt man da gut ran an die Leute? Also stellst du dich in die Uni mit einem Flyer in der Hand oder geht das über irgendwelche Social-Media-Gruppen? Wie machst du auf dich aufmerksam da bei den Leuten? Also es gibt eine Jobbörse. Dort habe ich die ersten Angestellten alle drüber praktisch erreicht. Und ich hatte auch schon einen Lehrauftrag an der Hochschule in Bremen, wo ich natürlich dann auch Zugang bekommen habe. Ja, aber eigentlich der übliche Weg ist ein Aushang beziehungsweise dieses Jobportal von der Hochschule Bremen. Die haben ein eigenes Jobportal dann Ja. und davon bewerben sich dann viele Leute eher oder ist es dann schon so, dass ihr länger warten müsst auf Ja, Bewerber, das weil ihr war. ja seid schon ein spezielleres Feld Ja, wahrscheinlich auch. genau. Ja, also das war am Anfang ging es super. Jetzt die letzte Stellenausschreibung hat nicht funktioniert, aber ich glaube, hängt auch mit Corona zusammen. Also dass so viel Hochschulpräsenz noch gar nicht da ist, dass viele Studenten gar nicht in Bremen sind, sondern was weiß ich, aus dem Umland kommen oder so. Und wenn sich das ändert, dann habe ich die Hoffnung, dass wir auch wieder mehr erreichen. Hast du denn noch Zukunftspläne für dich und dein Unternehmen, außer mehr deutschlandweit zu agieren auch? Also du meinst weltweit Das kann oder international? ein Nennen internationales wir es erstmal Engagement sein. Das international. kann sein, dass ihr super cooles Büro haben wollt, falls ihr nicht mit dem aktuellen zufrieden seid. Also ich bin frag da ganz offen. Ja, nee, nee. Also mein Herz schlägt ja immer noch, also ist zwar jetzt kein Ausland, aber das Rheinland. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch deutschlandweit noch den einen oder anderen Standort zu entwickeln. Über Bremen hinaus. Also das ist schon, wir werden hier in Bremen, also ich habe jetzt inzwischen auch relativ viele Kunden in Süddeutschland. Das ist natürlich manchmal
mal so ein Präsenzworkshop oder so, das ist natürlich schon hilfreich und sinnvoll. Und dann wäre es schon schöner, wenn man ein bisschen näher dran wäre. Aber in der Zeit von Corona haben wir ja alle gelernt, wie toll auch Online-Meetings funktionieren. Und das machen wir auch sehr viel. Also ich habe schon unglaublich viele erfolgreiche und gute Termine gehabt, die sonst mit einem extrem hohen Reiseaufwand verbunden gewesen wären. Also da machen wir sehr gute Erfahrungen eigentlich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben das Gefühl, dass es in Deutschland so viel zu tun gibt, ja, dass ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch nach Italien müsste oder sonst wohin. Ich glaube auch, dass wir dann nicht mehr so gut sind. Also wir brauchen eine extreme Nähe zu unseren Kunden, also und auch zu den Inhalten, die die Kunden bearbeiten. Und es ist sehr intensiv. Also wie gesagt, wir haben jetzt in den 4 Jahren 70 Kunden entwickelt. Ne? Das hört sich nicht viel an, ist aber auch extrem viel Arbeit. Und wenn man das jetzt deutschlandweit denkt, habe ich für die nächsten 30 Jahre gut zu tun. Das heißt, die Zentrale bleibt aber auf jeden Fall in Bremen? Das ist der Plan, ja. Okay. Und ist es denn, also wenn du ins Rheinland gehst, ist es dann da auch dein Arbeitsort, weil dafür dein Herz schlägt? Oder bleibst du selbst auch in Bremen auf jeden Fall? Also ich bin ich darf das jetzt hier so sagen, 54, werde jetzt 55 und ich überlege natürlich jetzt schon, wo will ich meinen Lebensabend verbringen. Aber meine Kinder gehen hier zur Schule, die sind 14 und 16, meine Frau fühlt sich hier wohl, hat hier eine Praxis. Wir haben auf eine Art hier auch schon Wurzeln geschlagen in den letzten 15, 20 Jahren. Und das soll auch so bleiben, aber so ein bisschen vielschichtiger denken, man muss ja nicht an einem Ort leben, das kann ich mir total gut vorstellen. Dann kommen wir auch schon zur Schlusskategorie, das sind entweder oder Fragen, wo du dich entscheiden musst oder du vollendest den Satz möglichst kurz. Am besten an Bremen gefällt mir? Die Nähe zu den Inseln. Und gibt es irgendwas am Wirtschaftsstandort auch, was Bremen so von anderen Städten unterscheidet? Ich also empfinde hier schon eine hohe Verbindlichkeit bei meinen Partnern. Und das heißt die Nähe zu den Inseln, du bist ein Inselurlauber oder ja. Kann man das ja, nicht genau. Sagen? Also, genau, wir sind mit den Kindern immer nach Borkum und aber auch die anderen Inseln, wunderbar. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, man findet nicht viel, schon gar nicht Privates über dich auf Google. Vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine Sache über dich verraten, außer dass du Inselurlauber bist, was sie unbedingt über dich wissen sollten, könnten. Dass ich extrem gerne Karneval feiere und jetzt auch eigentlich in tiefer Trauer bin. Also A, weil wir Aschermittwoch haben und B, ich dieses Jahr kein Karneval gefeiert habe. Also aus den 2 Gründen, die man sich sicherlich vorstellen kann. Ja. Und dass ich FC Köln-Fan bin und trotzdem immer auch für Werder Fieber. Ja, solange es nicht der HSV ist, ist das, glaube ich, relativ unproblematisch. Irgendwann gründe ich? Kann auch ein Karnevalsverein. Ein Karnevalsverein, das musste jetzt ja kommen. Ist wahrscheinlich die originellste Antwort auf diese Frage, die wir bis jetzt hatten. Schwierig, ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Interview. Ja, vielen Dank, Leonard. Danke dir.